Jetzt! Ich mach direkt mal Arsch auf den Bier. Mo ist so ein kleiner Big. Es geht wieder auf den Trip, Leute. Es geht wieder auf den Trip. 4.41 Uhr in der Früh. Wir nehmen viele der Leute mit aus der Mannschaft. Wir werden geilen Content drehen und jetzt warten wir erstmal, dass sie hier pünktlich zum Abflug da sind. Also ich sag, der späteste ist Mo. Yes. 100%. Hoffentlich schafft der Flug. Nein, hoffentlich nicht, dann habe ich Einzelzimmer. Hier, das ist der Vorletzte angekommen. Das heißt, steht fest, wer der Letzte ist. Ja, aber da habe ich doch mal wieder recht behalten, ne? Mo hat mal wieder den Award gewonnen, ja. Alter. On the road again and again. Ruf mal jetzt den Mo an. Wo bist du? Ich packe Auto in Flugzeug und dann... Ey, wenn du in 2 Minuten nicht hier bist, dann musst du laufen nach Österreich. Irgendwann später. Über eine halbe Stunde ist der Typ jetzt zu spät. Alle sind abgefuckt. Der kommt einfach nicht. 40 Minuten jetzt sogar schon zu spät. Der kommt einfach nicht. So viel später, dass es dem alten Erzähler zu blöd wurde und man einen neuen anstellen musste. Junge. Junge. Was machst du? Was machst du? Was machst du, Junge? Was machst du? Was machst du? 40 Minuten zu spät! 40 Minuten! Warum packst du meine Titten an? Sind gut. Nice. Komm. Ab den Flieger mit dir, Junge. Ja, wie geht's dir? Junge. Hä? Wie geht's dir? Junge, lauf einfach. You want some cock? Los geht's! Let's go, let's go! Ganz wichtig, vorm Flug muss natürlich alles abgecheckt werden. Dann gucken wir, wie die Kryptos aussehen, ne? Es geht los. Ich habe Flugangst. Und wenn ich Flugangst habe, muss ich immer furzen. Mir hilft er immer runterholen. Bruder, gar nicht ready für den Schnee, ne? Ab geht's, wir haben 2 Autos, fahren jetzt zur Destination. Ich wollte schon so lange so einen geilen Trip machen, endlich ist es soweit. Ja Mann, ey, ich bin so hyped auf diesen Trip. Hier, okay, wir sind endlich da. Ich glaube, ich bin ein bisschen falsch angezogen. Beziehungsweise irgendwie falsches Schuhwerk. Aber es hat irgendwie die letzten Tage nie geschneit. Hier kaum sind wir hier in Österreich. Dicke, fette Schnee. Aber ist geil. Das hier ist so jetzt der Vlog, was wir so machen. Und hier werden auch kranke Videos kommen, was wir sonst so machen. Ne, Mo? Let's go. So, Leute, der Holzi geht jetzt zum 5. Mal kacken. Wir warten auf den. Wir werden den gleich schön mit Schneebällen begrüßen. Wie Holzi Schneebälle abkriegt, seht ihr im nächsten Cut. Oh mein Gott. Der hat einen Schaden, dieser Junge. Jetzt! Was war, Digga? Let's go! 10 Jahre Knast oder nie wieder Vita-Welt. Dagegen, Alter. Was meint ihr, wie viel kostet dieser Einkauf? Aus dem Bauch heraus sage ich 333. Ich sag 235. Digga, dieses Band ist voll. 60. Was soll ich da? 450. 480. Und der richtig sehen wir hier. 411 Euro. Mo hat gewonnen, der ist gut. Mo, du hast jetzt gewonnen und zwar hast du gewonnen, dass du bezahlen darfst. Und das Ding ist, irgendeiner von den Jungs oder Mädels hat hier dieses Getränk da noch in den Einkaufswagen getan. Aber ich fand das so scheiße, ich will nicht, dass sie das wollen. Der Urlaub ist für mich gelaufen, Leute. Wir haben jetzt hier einen kleinen Einkauf gemacht. Erstmal hier, so viel Wind. Jetzt gehen wir zu unserem Hotel. Ja, Mann. Und danach purzeln wir die Piste runter. Ja, heute nicht mehr, morgen. Doch, ich spreche mir heute schon die Knochen. Schön machst du das. Warst du schon drinne im Häuschen? Tatsächlich nicht. Welches ist es denn? Ich kann nicht zählen. Links, das dicke Ding. Boah, haben wir das dickste oder was? Man kann sagen, dickste Haus hier, Mo, ne? Ja, ja. Erstmal aber Sachen schleppen, ne? Och, guck mal, wie der da die Tüten abgibt. Nur für Video getragen. Nur für Video. Wir machen so Kette, weißt du? Ja, ja. Was macht ihr da? Ihr sollt das reintragen. Wir müssen das ja auch wegessen, oder? Hast du Knickknacks aufgemacht?
Wow, der Fischer. Mario. Der Fischer. Komm, wir gehen ins Haus. Wir wollen das Haus hin machen. Ich will das Haus hin. Eingangstür und wir haben es alle noch nicht gesehen. Let's go. Ach du Scheiße. Hallo. Hallo. Was? Hallo. Hallo. Das ist unsere Heimat für die nächste Woche. Hier werden wir Content ballern, Spaß haben und hoffentlich sind wir danach alle noch Freunde. Oh. Und was ist da drunter? Bam! Ich mach direkt mal Arsch auf. Jetzt gibt's ein kleines Edit, wie geil es hier ist. Mo, nehmen wir das immer hier? Ja, wir nehmen das. Welche Seite willst du schlafen? Weil man sagt ja eigentlich immer, dass der Mann so zur Tür sein muss. Und ich würde sagen, so rein optisch gesehen, würdest du so eher die Frau sein? Also gehst du nach links? Nee, ich bin der Mann, weil ich den größeren Cock habe. Das ist ja hier mehr oder weniger so ein Content-Trip, wo wir uns alle versammeln, um zusammen durchzuziehen. Und Kollege Schnürschuh ist schon hier ready. Aber eine Sache hat er vergessen. Digga, ich habe Ladekabel nicht dabei und Laptop 59%. Und diese Laptop 100 Jahre alt, ein Akkuprozent geht in 10 Sekunden weg. Aber dann habe ich was für dich, Boris. Also. Alter, ich kann, bei mir ist alles schon gelaufen. Der hatte seit 4 Uhr morgens so gute Laune jetzt. Das ist mal eine Sache hier, ne? Boah. Ich glaube, da kommt was Großes auf euch zu, ne? Ich will noch nicht so viel verraten, man sieht auch noch gar nichts, oder? Das ist nicht alles, Junge, guck dir das mal an. Guck dir das mal an. Digga. Digga, hier, Alter, hier lauf. Geil, Alter. Oh, ey, bewerbe ich schon nicht. Digga, weg mit diesem Dreck, was ich hier trage, Alter. Was sieht das mal aus, Digga? Schmutz, Schmutz, Digga. Schmutz tragen, Alter. 1 bis 10, Leute, was sagt ihr? Schon wild, Alter. Das ist schon der Drip heutzutage, ne? Werde noch viel dazu erfahren. Oh, jetzt unser neuer Check. Das hat ihn gemacht. Ja, Tom mit der Geist. Boah, Alter Schwede, Digga. Boah, mega. Hispanic Morde. Was ist anders? Boah, Digga. Why are you gay? Der macht schöne Menschen noch schöner. Ja, der ist clean, große Elche. Der hat diesen Holzi-Effekt, Digga. Stimmt. Der ist aber auch hier schick. Ey, das ist mein Favorite. Ich fühle den so krass ohne Spaß. Wir hatten davor viel Merch, wir waren nie zufrieden. Wir haben immer rumprobiert, immer neue Sachen experimentiert. Der Hammer! Und jetzt gibt's Presswurst Nummer 9 am Start. Red ich mal. Latissimus! Wir sind jetzt wirklich an einem Punkt, wo wir sagen, die Qualität ist nice, die fühlen wir selber, deswegen können wir die auch selber rocken. Trikots sind auch unnormal mittlerweile. Crazy. Was sagst du, Boris? Wer hat Chang? Bruder, kennt ihr diese billige Stoff und so? Das ist einfach das Gegenteil. Ich dachte, der hatet uns jetzt. Oh, Junge, mit Cowboy-Hose. Oh, das ist krass. Drip, drip, drip. Fühl mal. Ich will fühlen. Ja, das fühlt sich gut an. Das fühlt sich krass an. Also Tom sieht so sexy aus. Ich würde dem geben, Digga. Boy. So, die Gang guckt sich das erste Mal das Winter-Olympiadenspiel an. Ey, unnormal Schrott. Guckt auf gar keinen Fall. Willkommen zur heißesten... Okay, Leute. Also das Video kam auf jeden Fall sehr gut bei den Zuschauern an. Das ist die Hauptsache. Aber es gab auch ein paar Kommentare so, ne? Ein paar Hate-Kommentare, die würde ich euch gerne mal vorlesen, wenn ihr hier so schön sitzt. Hater gonna hate. Haters motivieren mich. Also, das erste wäre, sorry, aber Spidey ist die größte Pfeife hier. Oh! Hate das zu mir geschafft. Wer hat am Ende gewonnen? Team Yeti, mehr sage ich nicht. Keine Sorge, Yvonne, für dich gibt's auch noch was. Das hab ich doch. Wie langsam ist die denn von Spidey? Why are you running? Why are you running? Da gibt's noch ein schönes. Wo ist der Junge? Wo ist er denn? Da ist er. Wie dolle willst du nerven? Fischer, ja. Das ist geil. On the road again. Mo ist so ein kleiner...
Manchmal, der ist so scheiße, der kann nicht mal einen Köpfer, Alter. Mo soll weg, sorry, aber ich bin nur ehrlich. Niemals ohne Mo! Niemals ohne Mo! Zeig dir mal gleich im Pool, dass du einen Körper kannst, okay? Ja, ich zeig dir ey, einen Körper. Ich empfehle dir einen Seemannskörper. Das kommt jetzt richtig geil. Oh mein Gott, Bruder! Ey, wenn du einmal warm bist, springst du einmal in den Schnee. Pass auf! Oh! Hey, meine Arme! Dann morgen. Holzi hat uns jetzt zu irgendeinem geilen Ort hier geführt, mitten in den Bergen. Das ist der beste Ort ganz Österreich, hab ich gehört. Weil eigentlich ist unser Plan, jetzt geile Pics zu shooten für unseren Merch. An so einer Hängebrücke. Ich sehe hier nur keine Brücke. Also ich gehe mit diese Schuhe durch 80 Meter hohen Schnee. Da kenne ich nichts. Oder, Mo? Das ist super. Legendary Fotoshooting hier am Start. Leute, wir haben eine sehr geile Kulisse gefunden. Dank Wanderexperte Holzinho. Das ist wirklich sehr crazy hier. Oh, yo. Und der Schnee ist anders tief. Guckt euch das an. Was wir hier für Pics machen. Was wir hier für Pics machen. Oh ja. Yeah. Oh yeah, work it. Work it, Holz. Yeah, twerk it, merk it. Holzis Lieblingsspielzeug liegt natürlich auch bereit. Jetzt gibt's Droney-Money-Action. Mo fliegt das erste Mal die Drohne und dann hier bei halbe Schneesturm. Der kommt gar nicht damit klar, Digga. Ja, das ist mein neues Zuhause. Kleine Roomtour. Übernice. Also mehr aufgeräumt als bei mir zu Hause. Mo, könntest du mir meine Schuhe reichen? Kannst du den auch einfach anziehen? Familie, Habibi. Hier, Bruder, einfach mal über meinen Fuß stülpen. Junge. Oh, Habibi. Ja! Mo, nimm mir mal ein Beispiel. Das ist ja hier wieder Next Level. Ich sag mal so, die neuen Sachen sind so hot, Digga. Kannst du selbst im Winter rocken und frierst nicht. 6,5 Stunden später. Ey, uns ist aufgefallen, dass der Fischer on the road again. Und Blaulicht über alles liebt. Ich wette, in der nächsten Minute, hier ist die Stoppuhr, wird der on the road again droppen. Okay, und? Komm. Fischer! Hallo. Bist du Dings dabei? Was? Makers? Was wollt ihr denn bei Mac jetzt? On the road again! 15 Sekunden! Was ist der Fisch? Blaulicht. Das ist next level. Das ist next level, Junge. Wie wir machen. Boah! Bevor reingeht. Ja, Karma! Guck mal, mit deinen Schuhen! Karma! Nicht die teuren Off-Whites, Alter! Die teuren Off-Whites am ersten Mal! Oder warum wirst du ins Gesicht, Junge? Ich steh vor dir! Du eigentlich Fisch abschmeißen, ich bin noch müde. Ja, ja! Mich abschmeißen! Kalte Finger! Wir waren gerade bei Meckes und der Matzel hat mir einen Trick verraten. Der meinte, Habibi, hol dir kein großes Getränk bei Meckes, hier 0,5 macht keinen Sinn, hol dir kleine. Ich habe ein Reel gesehen, da haben die das auch gemacht. Und jetzt gucken, ob der Mythos stimmt oder nicht. Nein, 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 du meintest nicht, wir gucken, ob der Mythos stimmt. Der meinte 100%, ich schwöre auf meine Eltern, denn diese kleine Getränk passt genauso viel wie da. Mac ist alles verarsche. Ich bin gespannt. Ey, Junge, du warst sehr überzeugt von ihm. Er ist gespannt. Fake, Holzi, du hast auch gesehen. Fake. Was wollt ihr schon? Also Leute, wir sind ja gerade im Zimmer von mir und Mo. Lukas hat mir vor einiger Zeit gesagt, dass Mo im Schlaf redet. Ich weiß nicht, ob man das Rede nennen kann, aber er gibt auf jeden Fall Laute von sich. Wir haben es noch nie geschafft, das zu capture, deswegen ist Tom mit dem Masterplan gekommen. Ja, ich habe mir eine App runtergeladen und mit der werde ich einfach mal mein Handy nachts neben Mo legen und einfach mal hoffen. Sonst will ich nicht, dass er redet, aber ich hoffe, dass er Geräusche macht. Und dann gucken wir einfach morgen, was hier drauf ist, ne? Boah, ich bin so gespannt. Also ich schwöre auf alles, was mir heilig ist, wo ich neben dem lag in Madrid. Der hat gestöhnt. Mach einmal nach. Was hat der gemacht? So. Oh, oh. Man denkt, wir verarschen. Ja, niemand würde mir das glauben, wenn Tom es nicht auch gehört hätte nächste Nacht. Ich hab mich auch nochmal erschreckt. Ich bin wach geworden. So. Das ist so deswegen ich schon, was wir morgen auf diesem Handy hören. Wünschungsglück. Bis morgen. Gute Nacht. 3 Uhr 28 nachts. Bruder, Mo, bitte. Kann sie nicht schlafen.